Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina. Wir machen weiter bei der Weihnachtsquest hier beim Ratsmann. Ja, den Schnee haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den besten Schneemannbauer, den wir kennen. Man glaubt es kaum, aber niemand baut besser Schneemänner als der kleine James aus Fort Pinter. Er kreiert die besten Schneemänner, die man sich vorstellen kann. Reite nach Fort Pinter und bitte ihn darum herzukommen, um den schönsten Schneemann der Welt zu bauen. Er soll sich aber konzentrieren. Letztes Jahr war es nicht so gut. Gut, wir nehmen den Transporter. Wir sind ja immer ein bisschen fauler, was das angeht, als hier komplett durch die ganze Landschaft zu reiten. Die Decke, die Midnight Ghost gerade drunter hat, hier, die habe ich von einem Weihnachtswunsch bekommen. Die ist halt auch ganz schick. So, auf nach Fort Pinter. Wenn ihr euch fragt, wo halt meine ganzen Jorvik-Schillinge hingegangen sind, ich habe mir halt hier eine neue Reitkappe gekauft. Sie ist halt auch Jumpy geeignet. Ich habe sie aus dem Jorvik Shopping Center gekauft. Also sie hat 4 Reiten, 5 Befehl, 3 Pflege und heißt Brauner Sporthelm. Ist ab Level 16 verfügbar. Weil sonst haben wir ja immer unseren feiner Urlaubshut auf. Aber diesmal habe ich halt gewechselt und den braunen Reithelm auf. So, und die Decke, die wir von dem Weihnachtswunsch bekommen haben, ist eine lila Abenteuersatteldecke. Von uns allen an euch alle frohe Weihnachten. Und sie ist halt nur mit einer Geschwindigkeit. Das ist halt jetzt nicht so zum Trainieren oder so, einfach nur zum Rumreiten. Und wenn ihr euch nicht wundert, also durch die Quest, die man in Jorvik City ja bekommt, gibt es halt Möbelstücke und allem. Die kann man halt nicht im Inventar verschieben und auch nicht einlagern. Also einfach da lassen, wo sie sind und hoffen, dass beim nächsten Update, dass man sie bewegen kann. So, der ultimative Schneemann. Schneemann, jetzt? Ich habe gerade so viel im Stall zu tun. Aber wenn der Ratsmann ruft, dann kann man natürlich nicht Nein sagen. Aber irgendwer muss sich so lange um die Pferde kümmern und den Stall bewachen. So. Stallwache. Vielleicht kannst du den Stall bewachen, während ich den Schneemann baue. Ich kann mich beeilen und schnell in Silverglade den Schneemann zusammenrollen. Gehe zum Fort Pinter Stall und bewache diesen, während James in Silverglade einen Schneemann baut. Na gut, dann machen wir das. Aber ich glaube kaum, dass die Pferde halt weglaufen. So, wir warten dann hier mal. Der James scheint ja wie immer ziemlich schnell zu sein. Ist ja ein pfiffiges Kerlchen. So, wir haben hier die Stallwoche abgeschlossen. James scheint auch wieder da zu sein. Wird hier von allen auch belagert, ohne Ende. Das ging schnell, oder? Ist auch nichts passiert, während ich fort war? Nein, es war alles super. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, der Ratsmann ist nun zufrieden. Du kannst dir den Schneemann ja mal angucken und dann dem Ratsmann erzählen, was du davon hältst. Es ging recht schnell, aber ein Schneemann ist immerhin auch nur ein Schneemann, oder? Ich habe den Schneemann wie immer beim westlichen Marktplatz in Silverglade aufgebaut. Geh und schau es dir an. So, wir nehmen dann wieder den Transporter. Und fahren zu Steve's Farm. Und schauen uns dann mal den Schneemann an.
So, hier ist der Schneemann. Was ist denn jetzt hier mit der Sounddatei los? Also hier in Silverglade. Ach, der Schneemann. Wurde nicht akzeptiert? Ich muss sagen, dass ich ihn auch nicht so schön fand. James war wie immer hat wie immer einen schlechten Job gemacht. Der Schneemann hat weder Nase, Besen oder Hut. Besen oder Hut. Buh, James muss sehr gestresst sein, aber wir machen das schon. Also ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt, bin auf dem Desktop getappt, ob da irgendwo Musik an ist. Und nein, es ist keine Musik an. Es ist definitiv hier aus Star Stable die Musik. Also es ist schon verwirrend. So. Eine Möhre als Nase, das ist doch der Klassiker. Ich glaube, dass Barney vom Silo uns dabei helfen kann. Er züchtet ja eine Vielfalt an Gemüse. Steine als Augen, Mund und Knöpfe. Brillant. Scheint, als wärst du ein größter Experte, der bessere als James. Gute Steine findest du sicherlich in Firegorfs alter Steingrube, aber es ist recht weit. Ich glaube, es ist genauso leicht, ein paar gute Steine entlang der Mauer ums Dorf zu finden. Suche dort, wo die Mauer kaputt ist. Dort sollte es ein paar Steine geben. Wenn du ein paar Steine gefunden hast, kannst du sie dem Schneemann anheften und dann wieder zu mir kommen und es besprechen. Und ein Besen. Ich bin mir sicher, dass Frau Holzwurf im Moorland einen alten Besen für uns hat. Reite zu ihr und frage sie. So, erstmal raus hier aus der Stadt. Wo wollten wir jetzt hin? Noch einmal nach Barney. Wir holen jetzt erstmal die Möhre. Aber es ist ja echt schon verwirrend, was hier für Sounds in Star Stable gibt. Also ich hatte ja zwischendurch schon öfters mal so einen Soundbug, nenne ich es einfach mal, dass ich andere Musik und alles hatte in Star Stable. Und da habe ich auch erst gedacht, okay, es kommt von YouTube oder vom Radio oder sonst wo. Aber nee, es kam wirklich von Star Stable. Ist das ja sowas auch schon mal passiert? Ihr könnt es ja gerne unten als Kommentar unter das Video dann setzen, wenn euch das auch schon mal passiert ist. Ja, wir möchten eine Möhre. Hier auf dem Acker baue ich normalerweise Möhren an. Möglicherweise gibt es noch eine alte Möhre, die du benutzen kannst. Die meisten sind allerdings inzwischen schlecht. Schau mal rum und vielleicht findest du eine passende. Pass nur auf die Erntemaschine auf. Wenn du eine Möhre findest, kannst du sie einfach dem Schneemann anstecken und danach wieder mit dem Ratsmann sprechen. Jo. Dann suchen wir uns hier mal ein Möhrchen von dem Feld. Erste Möhre war nicht gut. Stimmt, es ist dann wieder das Letzte, was ich dann nachgucke. Oh, wir haben eine Möhre. Jetzt brauchen wir noch Steinchen. Wo die Mauer hier ja kaputt ist. So. Suchen wir mal.
komm. So. So. Er hat schon mal ein Gesicht und Knöpfchen. Und jetzt machen wir einen Abstecher nach Frau Holdsworth, weil die hat ja den Besen, den wir brauchen. So, hier vorne geht's hier lang. Hallo Sabrina, ob ich einen Besen für dich habe? Ja, wir brauchen einen für unseren Schneemann. Ich habe für jede Gelegenheit den richtigen Besen. Ein altes Exemplar für den Schneemann ist sicherlich dabei. Du musst ihn aber selbst fragen. Genau, fangen. Ich habe nämlich einen Besen, der geflogen ist, und dieser fliegt normalerweise immer hinterm Haus am Strand rum. Auf deinem Pferd bist du ja sehr schnell und kannst ihn sicher fangen. Na gut, dann fangen wir jetzt mal den Besen ein. Da oben fliegt er. Habt ihr ihn gesehen? So, den Besen haben wir auch. Hallo Mädels, ich winke euch auch mal hier eine Runde. Guck mal an, du hast ihn gefangen, ein Besen für einen Schneemann. Ist doch was Tolles. Vielleicht will er dann endlich mal nicht mehr fliegen. Nimm nun diesen frechen Besen und gib ihn den Schneemann. Sprich danach mit dem Ratsmann und frage ihn, was er davon hält. Wünsche ihm frohe Weihnachten von mir. Ja, das machen wir dann mal. So, wir reiten dann mal schnell rüber. Weil für diese Strecke eben nehmen wir hier jetzt nicht dran Transporter. Unser arabisches Vollblut ist ja jetzt ganz gut auf die Beine. Schon mit Level 10 halt. Und wir gucken ja, wo man abkürzen kann. So, jetzt sind wir schon wieder in Silverglade. Und hier ist der Schneemann. So, und er hat auch den Besen. Das sieht doch sehr schick aus. Hier unsere große Tanne, die wir letzte Woche geschmückt haben. Und hier unser Schneemann. So. Ein Gesicht für den Schneemann. Na, sieh mal eine an. Jetzt hat der Schneemann ein schönes Gesicht. Hey, das ist aber eine schöne Nase für den Schneemann. Gut. Was für ein schöner Besen. Wir kommen einem richtigen Schneemann immer näher. Zur Erinnerung an die verschwundene Anne haben wir im Stadthaus immer ihre Dressurhüte verwahrt. Er befindet sich auf seinem Ehrenplatz überm Herd. Ich dachte, dass es schön wäre, wenn wir den Hut dem Schneemann aufsetzen würden, sodass alle ihn sehen können. Nimm Annes Hut und setz ihn den Schneemann auf. Dann wären wir alle fertig. So. Hier bekommst du noch einen schicken Hut.
in der Zeit haben wir halt schon wieder Fragmente zusammenbekommen. Jetzt sind es 6 Stück und können die dann wieder gegen einen Weihnachtswunsch eintauschen. Also in dem Fall 2 Weihnachtswünsche. Das ist ja ein richtig toller Schneemann geworden. Das hätte ich nie gedacht, nachdem James so einen schrecklichen Start geliefert hat. Du hast einen super Job gemacht. So, wir haben einen Weihnachtswunsch bekommen. Und hier ist es jetzt wieder soweit. Wir haben hier fertig. So, da geht's dann morgen weiter. Ich nehme euch jetzt noch mit. Wir setzen jetzt nämlich die Fragmente in Weihnachtswunsch um und setzen dann den Weihnachtswunsch in Geschenke um. So, wir nehmen den Transporter, nehmen nach Fort Pinter. Und reisen dann von Fort Pinter mit der Fähre nach Jalaheim. Hier ist ja auch ein Schneemann gewesen. Hat James noch woanders Schneemänner gebaut, so wie es ausschaut. Nee, zum Fischerdorf wollen wir halt nicht. Wir brauchen halt die Fähre nach Jalaheim. So, wir haben auch schon wieder mehr als die Hälfte vom Level geschafft und dann sind wir bald schon Level 18. Und mal gucken, was wir dann noch alles für Quests bekommen. Also ein bisschen haben wir hier ja noch auf der Karte, wenn wir hier gucken. Also hier ist ja von dem Fischer brauchen wir noch einen besseren Ruf. In Valdale bei Elisabeth brauchen wir durch das Druidentraining noch einen besseren Ruf. Hier bei den Goldspurs brauchen wir noch einen besseren Ruf. Im Grünteil müssen wir halt auch noch mehr angeln. Dafür müssen wir hier im Fischerdorf mehr angeln und hier im Moorland. Da muss ich auch noch angeln. Ich bin halt nicht so die Anglerin. Und ja, also ich hätte hier noch ein paar gelbe Quests in New Hill Quest und ich denke, da machen wir dann später noch weiter. So, da kommt die Fähre nach Jalaheim. Die brauchen wir ja jetzt. So, jetzt fahren wir eben mal mit der Fähre. So, das war das Zeichen für die Letzten, die sonst hätten noch mitfahren wollen. Und jetzt fahren wir nach Jalaheim. So, wir sind in Jalaheim angekommen und jetzt geht's zum Weihnachtsmann. Wir tauschen als erstes die Fragmente um
um dann halt noch mal zwei Weihnachtswünsche zu bekommen. Und dann schauen wir mal. So, wir grüßen hier einmal die Alia. Winken ihr einmal mal zu. So. Wir möchten umtauschen. Ja? Ja, das wissen wir doch. Und wir wollen noch mal umtauschen. So, jetzt haben wir keine Fragmente mehr. Jetzt gehen wir hier zum Sack. Und tauschen einmal um. Und bekommen ein grünes Schleifchen. Hey, ich möchte jetzt hier nochmal umtauschen. So. Da buggt das dann mal wieder rum. Ich mach mal eben einen Relog und dann zeige ich euch, was ich noch bekomme. Wir haben den Relog gemacht und hier ist jetzt wieder das Abzeichen da. Und wir tauschen dann das nächste um. So, wir haben eine coole Herbsthose bekommen. Diese Hose ist, wie man sieht, mit gefleckt. Und sie ist rosa beige. So, dann haben wir hier, das als erstes war ja das Winteraccessoire. Das war eine grüne Schleife. Ich fände sie halt nicht jetzt gerade so stylisch, deswegen kommt sie halt auch in den Schrank zu den anderen. Und die Hose kommt halt auch dazu, weil sie hat keine Zusatzstats und ja. Wer weiß, vielleicht ziehe ich sie halt irgendwann mal an. Einfach nur so, zum Spaß. Aber für Chumpy geeignet ist sie halt nicht. Wie wir sehen, hat der Sack jetzt gerade mal wieder ein bisschen buggy. Und ich möchte jetzt noch den letzten Weihnachtswunsch eintauschen. Deswegen mache ich halt nochmal einen Relog. So Leute, das war jetzt der zweite Relog. Und es ist jetzt wieder da. Wir lösen jetzt den letzten Weihnachtswunsch ein, den wir haben. Und wir haben ein Shirt bekommen. Ein hübsches Herbst-Shirt. Also es ist halt auch nicht Jumpy geeignet. Und es ist getupft. Und ja, also es landet halt auch einfach im Schrank. So, das war jetzt ein bisschen schwieriger halt, das alles einzuzeigen. Jetzt geht der olle Sack wieder, ha? Hier, jetzt zeigt er das wieder sofort an, wenn man keinen Weihnachtswunsch mehr dabei hat. Also, so ein Ärger. Naja, vielleicht kriegt Star Stable das ja auch noch in den Griff. Falls du zwischendurch auch diese Probleme hast mit dem Umtauschen, lass doch gern einen Kommentar dann unterm Video da. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es weiter heißt, wir machen die Weihnachtsquest. Also, bis dann!